Wo wir gerade so davon quatschen. So, pass auf. Ach so, ich sollte. Was, eine halbe Stunde? Hab mir 6 Spiele von einem Kollegen gelootet, kein Geld. Ja, nice. Einfach mal durchprobieren. Einfach ausprobieren, was vielleicht einem gefällt. Oder vielleicht einfach den Kontakt zu dem Freund ab... einfach den Kontakt zu dem Freund jetzt abbrechen. Freunde, was ist das? Ja, Dry, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Kein Plan. Mein bester Freund war früher immer Videothek, aber die gibt's ja nicht mehr. Was Eva absolut schreibt. Absolut. Eigentlich Eva oder Eva? Wie spricht man das aus? Ich schreibe wahrscheinlich auch komplett falsch ausgesprochen, ne? Poli2201, Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Und Wingless Bavario, Dankeschön für dein Geschenksub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hab gehört, Mittwoch gibt's Mario Kart. Ich weiß nicht, ob er. Also am Donnerstag gibt's ganz regulär Horizon. Ich weiß nicht, da können wir vielleicht vor Horizon ein bisschen Mario Kart spielen, aber Mittwoch hat Alina ihr OP. Ich weiß nicht, ob es am Mittwochabend einen Stream geben wird. Der ist sehr wackelig. Ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, wie es Alina geht und wenn die viel pennen wird, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann werden wir vielleicht 1-2 Stündchen spielen können. Das können wir gerne machen, aber nicht länger. Ansonsten mal gucken. Mal gucken. Also der Mittwochstream ist, mal gucken. Ist eher wackelig, tatsächlich. So. Was wollte ich jetzt machen? Warum bin ich hier? Wer seid ihr überhaupt? Ich weiß nicht, ob der Erik morgen aufnehmen wollte. Also falls der Erik morgen nicht aufnehmen wollte, dann gegebenenfalls können wir vielleicht morgen Abend mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Erik, aber ich glaube, der Erik hat momentan noch anderen Stuff zu tun. Gegebenenfalls machen wir das vielleicht morgen einfach dann. So, warum war ich jetzt hier zurück? Was wollte ich hier machen? Ich wollte hier irgendwas holen. Aber was? Alter Alphadore, sag mal! Junge. Der rastet halt komplett aus heute wieder. Alphadore, ich danke dir vielmals. Nicht nur für deine 150 Euro, sondern auch für deine 20 verschenkten Community Subs. Heilige Maria. Das wird ja wieder unangenehm jetzt. Das ist ja unangenehm. Ich danke dir vielmals, ne? Vielen, vielen Dank, Alphadore. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. So, warum war ich jetzt hier? Ich wollte Büsche holen. Die ich mir noch untenrum weggeschnitten habe. Mit einem Knipser. Und in der Kiste schon seit Monaten lager. Nur für diesen Moment. Hayley Ella, Dankeschön für 16 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Oh, Freiwild Lisa hat gewonnen. Sehr schön. GG. GG HGW. Die Musik ist noch zu laut. Ich muss machen Musik leiser. Ich muss Musik machen leiser. Viel zu laut. So. Oh, Close to the Sun ist ein sehr geiles Game. Sehr nettes Game auf jeden Fall. Sendetes Game. It's a good game. A good old game. Hashtag no Werbung. Mal so ein Affiliate-Link wäre aber schon nice hier. Gut, ne?
GOG. Wie sieht's denn damit aus so? Hm? Nicht? Okay. Schade. So, wir können das mal so machen. Wir machen einfach mal... Toll. Hier, wir machen einfach mal den Busch hier hin. Busch. Scheiße. So. Sag mal. Mitten vor meinen Augen. Du Lump. Ja, das kann man schon machen. Machen wir an der Seite hier auch, ne? Oder sieht das eher blöd aus? Nee, das sieht eher... Nee, das connectet ja gar nicht. Das sieht scheiße aus. Okay, lass mal das weg. Das geht schon, oder? Kann man schon machen, oder? Komm, warum nicht? Die Blöcke in der Mitte höher setzen. Okay, ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade überlegt, wie cool das wäre, wenn einfach so ein Baum da mittendrin durchwachsen würde. Wie cool das aussehen würde. Du meinst so wahrscheinlich, ne? Oh. Ja. Gucken, ob wir das dann hier in der Mitte vielleicht wegmachen. Was hat Dry geschrieben? Dry, Dankeschön für deine 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Als ob ich lese, was da steht. Dankeschön für deine 100 Bits. Ich hol sogar meinen Hut, Drive, für dich. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Lächeln und winken. So, ich meine, wir könnten so oder halt die hier weg, aber dann sieht das doof aus irgendwie, oder? Oder? Nee, Ranken an der Seite, das habe ich schon gelesen, Fox. Das habe ich schon gelesen. Ich überlege nur gerade, ob das hier so oder so, wie wir es vorher hatten. Oh, Joker hat gewonnen, nice. Erik Ranke. Okay, so wie es vorher war, ne? Ja, komm, wir machen es so wie vorher. Das sieht dann zwar relativ platt aus, aber wie gesagt, ich habe schon überlegt, ich bräuchte eine Schere, ne? Ach, scheiß drauf. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht einfach... Sind das Eichelblätter? Ja. Ich habe schon überlegt, ob wir einfach, ob wir hier echt irgendwie vielleicht einen Baum noch lang wachsen lassen, oder? Das wäre schon cool irgendwie, wenn er hier so mitten durchwächst. Das, ach toll. Wäre schon lustig. Hm. Wir brauchen noch was. Ich gehe mal eine Schere holen und dann müssen wir mal gucken, wo wir hier Eichelbäume haben. Die wir mal ein bisschen rasieren können. Ich rasiere dich, Junge. Steht nicht komplett im Weg? Ja, das ist auch ein Problem. Da hast du recht, ja.
Ich weiß jetzt nicht. Ich meine, was wir machen könnten, theoretisch gesehen, wäre so ein Baum pflanzen. Zwei Stück. Links und rechts. Also nicht links und rechts, sondern vorne. Und da dann so die Blätter quasi von dem Baum quasi abmachen und dann selber Blätter da dran ballern. Und da quasi einen eigenen Baum draus machen. Ich geh erstmal schlafen. Dann holen wir eine Schere und wir brauchen Eichelsetzlinge, beziehungsweise wir brauchen Eichelbäume. Gucken, ob wir das irgendwo haben. Gieße ich mir mal schnell was zu trinken ein hier. Schwupps. Einmal ins Glas geschissen. Nice. Das war der letzte Kiwi, also nur wegen Kies hier war. Schönen Abend noch. So. Die Spiegel-TV-Doku war der Hammer. Danke, Tobi. Schön. Freut mich, dass sie dir gefallen hat. So. Warte ganz kurz, ich bedanke mich noch ganz kurz bei Risky Buster, Dankeschön für 2 Monate, bei Martin Luther King für 43 Monate. Meine Güte, verfickt die Zeit, viele Grüße aus dem Lurk, mach weiter so, Martin Luther King. Gerne doch, und schöne Grüße in den Lurk. Dryteek, Dankeschön nochmal für deine 100 Bits und ja, Hilfe in den Mod-Folterkeller. Wenn ihr mal eine freie Minute habt, ne? Sendet mal ein paar positive Vibes in den Mod-Folterkeller. Aber muss auch nicht sein. Ne? Roxas, Dankeschön für 31 Monate. Benny1503, Dankeschön für 40 Monate. Bim Bam Gino, Dankeschön für 9 Monate. Und Alpha Dore haut noch 5000 Bits raus, ne? Alpha Dore haut noch 5000 Bits raus. Alpha Dore, was ist denn mit dir, sag mal? Trash Panda, Dankeschön für 4 Monate. Sag mal, Alpha Dore, was ist denn mit dir? Was ist mit dir? Wo kommt das her? Was ist das? Alpha Dore, Dankeschön. Wirklich vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke. Positive Vibes gehen in den Mordkeller. Jetzt wollen wir es aber auch mal nicht übertreiben, ja? Das reicht schon. Das nächste Mal bitte nur Vibes schicken. Die müssen auch nicht unbedingt positiv sein. Huch! Hilfe! Ich sauf ab! Mods, helft mir! Was? Verbindung ist gerade schlecht. Entsetzling. Ein Entsetzling. Die demonstrieren immer in Berlin am Samstag. Ein Entsetzling. Und wenn es regnet, wachsen die vielleicht auch manchmal noch ein bisschen. Süß. Ja, gut. Jumai. Siehst du, die Mods haben noch sehr gutes Internet da unten. Zu gutes. Da muss ich mit dem Erik mal reden, das geht so nicht. Da muss was geändert werden. Das Internet ist noch zu gut. Er konnte noch das Nitrado-Dashboard aufrufen, das geht nicht.
glaube, wir lassen diesen Stamm einfach als Mahnmal hier stehen. So, muss ich weggehen? Aber ich soll derjenige sein. Ich soll derjenige sein, der den Mobber in dem Spiel von Stereos spielt, weißt du? Ich soll der sein, der den Mobber in Stereos Spiel spielt, ne? Ja. Wo holt sich da eigentlich gerade rein, sag mal? Ist das eine Baum? Ist das ein Baum? Das, ne, sind mehrere Bäume, glaube ich. Ach du liebe Zeit. Ah, ja. Nein, na, scheißegal. Scheiß drauf, Natur. Weg damit. Die Natur könnte es auch retten, wenn ich tot bin. Nach mir die Sinnflut. Sinnflut. Die Baumschulenrüstung. Ach, Witcher, was willst du mir? So. Wie gesagt, das Bäumchen hier lasse ich stehen. Hier lag doch aber gerade noch irgendwo. Ach, ich hab's. Sehr gut. Ja, das müsste reichen, glaube ich. Glaube ich sogar, das ist viel zu viel, glaube ich, aber ist egal. Scheiß drauf, komm. Wie deck it. Warte mal, ich setz die drei hier mal eben schnell hin. Sagte die Mutter über ihre Kinder und ging Zigaretten holen. Und sie sahen sie nie wieder. Ende. Wie viele Folgen hast du bei AC noch? Folge 133, ja Folge 100, bis Folge 140 ungefähr, glaube ich. Und dann muss ich ja irgendwie noch ein Ende aufnehmen, ne? Das ist ja, da muss ja noch irgendwie was Endemäßiges kommen. Jetzt ist die Frage, ob ich das einfach offscreen mache. Weil wir müssen ja nochmal in diesen versteinerten Tempel irgendwie marschieren. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich das offscreen vielleicht einfach record oder sowas. Ist ja nicht mehr so viel, ne? So. Das machst du schön online. Ja, wann? Wann? Das ist ja die Frage. Wann wollen wir das machen, ne? Wir kommen ja nicht dazu. Tobi lässt ja immer die Streams ausfallen. Deswegen kommt er ja nie zu irgendwas. Ma. So, warte. Hier. Zack. So, Trash Panda, Dankeschön für 4 Monate. Martin Karnitsch, Dankeschön für 15 Monate. Und Perry Roden. Alter, Perry Roden, auch mit 6000 Bits. Komplett am Eskalieren. Dankeschön. Vielen, vielen Dank euch. Ich danke euch vielmals von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Verschwinden die Blätter nicht ohne. Nein, 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 die verschwinden nicht mehr. Das war mal gewesen früher. Ist aber nimmer. Das haben die geändert vor einiger Zeit. Ist schon ein bisschen her. So, wir brauchen aber immer noch. Wir brauchen schon wieder Zäune. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, leck mich doch am Zückerli.
noch ein paar Zäune dazwischen setzen. Ja, ja, machen wir gleich. Das mal Detailarbeit machen wir gleich. Ich überlege immer noch, wie wir das mit den Bäumen machen. Haben wir Fichtensetzlinge konnte man so ein Vierer-Ding bauen, ne? So große Bäume. Das Ding, das ist Fichte, ne? Das ging. Okay. Aber das mit den Zahlen hast du langsam drauf. Geht's. Ja. Ich gebe mir auch Mühe. So, warum bin ich jetzt hier? Zäune. Richtig. Tobias, konzentrier dich bitte, ja? Sehr nett. So, warte. Nee. Nee. Nee, so nicht. So. Dann den hier. Zack. Und ich überlege gerade, ob wir das gleiche mit den... So, es wird dunkel, ich bleib gleich hier. Ob wir das gleiche mit diesem, was wir da hinten jetzt gemacht haben, ob wir das gleiche auch nochmal über unsere Brücke machen, die wir da unten haben. Könnte man ja eigentlich machen, ne? Könnten wir ja eigentlich machen. Nachti an alle, die da schlafen gehen. GG Pommes. Hä, warte, revanchiere mich mal für den Key. Sag mal, Joker, was ist denn mit dir? Joker, was ist denn mit dir? Ich hatte die Alerts übrigens die ganze Zeit aus, ne? Ist mir nicht aufgefallen. Joker, dankeschön für deine 99,33 €. Klar. Ich meine, hey. Dann hättest du das aber eigentlich Morpheus geben müssen. Alter. Joker, Alter. Ich glaube, ein Joker hat das System nicht verstanden. Ja, ich glaube auch nicht. Dankeschön, lieber Joker. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Aber, ne, wie gesagt, falsche Richtung. Warum? Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Musik ist leer. So. Wolltest du wissen, was? Habe es ja kein Tobi geguckt. Schön, dich wiederzusehen. Als siehst du aus. Ja. Ja, ich glaube, die Corona-Lockdowns haben bei uns allen tatsächlich Spuren hinterlassen. Wir sind alle sehr gealtert, glaube ich. Aber umso schöner ist es, wenn jetzt so langsam, aber sicher wieder ein bisschen normaler wird wenigstens. So, warte mal, dann machen wir hier einfach den Zaun weiter. Ich würde sagen, ich lasse einfach diese Wand hier, ne? Ich lasse einfach diese Wand hier. Ne? Das lassen wir einfach so und dann machen wir das hier einfach zu Ende. So. Und da oben genau das gleiche. So, wir lassen das einfach so, ne? Ich muss heute ausnahmsweise feiern, schmeiß auf den TV. Was sind das denn für Worte? Sitzt du schon seit heute Morgen am PC? Nein, Pommes, schlaf gut. Schlaf gut oder, by the way, einfach schönen Abend noch. Ich weiß ja nicht, was du noch machst. Ne? Schönen Abend noch und danke dir vielmals. Pommes hat den ganzen Tag Hot Tubes geschaut. Ja, da hat er jetzt aber auch viel zu tun. Gibt ja jetzt eine eigene Kategorie für den Scheiß. Ne? Weißt du Bescheid. Pommes, da brennt die Lunte aber noch, wa? Schönen Abend hier.
Ich bin in deinem Stream und hoffe, es ist schön und es hat sich nicht mit dir und jetzt gute Nacht. Ich sag gute Nacht. Wütender Abgang ins Bett. Joker, ich danke dir vielmals für deinen Support. Vielen, vielen Dank und schlaf gut, ne? Gute Nacht. Und Dankeschön. Dankeschön für alles. Ernsthaft, Hot-Tube? Ja, also so wie ich das wohl mitbekommen habe, gibt es jetzt eine eigene Hot-Tube-Kategorie, ja. Tatsächlich. Und daran siehst du auch, Twitch ist nicht daran interessiert, das Ganze irgendwie, zu unterbinden, sondern sie kategorisieren es halt einfach dran. Was ja okay ist, was sie machen können. Aber mach doch verdammt nochmal ein 18er-Siegel da drauf, wie wär's? Wie wär's? Mach da einfach ein fucking ab 18-Siegel drauf. Das verstehe ich nicht. Mach das mit einer Ausweisprüfung, mit einem Jugendschutzprüfung oder sowas, wo die Leute irgendwie ihren Ausweis, keine Ahnung, einscannen müssen. Sowas gibt es heutzutage sogar bei DAZN, wenn ich SmackDown oder Raw gucken will. Wenn ich SmackDown oder Raw gucken will, muss ich bei DAZN meinen Account verifizieren, indem ich meinen Ausweis vor der Rückseite hinschicke. Ansonsten kann ich kein Wrestling gucken. Hä? Keine Ahnung. Deswegen, das verstehe ich nicht. Und ich habe es schon mal gesagt, das ist nicht, dass man was gegen, das ist nicht, dass man was gegen, wir haben Setzlinge. Es ist nicht, dass ich was gegen halbnackte Mädels habe, die sich irgendwie im Internet zeigen oder die da ihre Hot-Tube-Streams machen oder sowas. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass in diesen Streams OnlyFans oder auch ein Patreon, beworben wird sozusagen im Chat über drei Ecken, wo tatsächlich pornografischer Inhalt zu sehen ist. Das ist für mich halt einfach, das geht nicht. Das finde ich uncool. Sag ich ganz ehrlich. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass die Mädels da in ihrem Pool sitzen. Nein, darum geht's nicht. Warum ist Hot-Tube FSK 18? Aus genau dem Grund, den ich gerade gesagt habe. Aus genau dem Grund. Da werden OnlyFans-Webseiten und Patreon-Accounts beworben, die du nicht bewerben darfst auf Twitch. Das ist verboten. Die gehen dann über eine Weiterverlinkung sozusagen auf eine, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, so eine Übersicht über ihre Social Medias, wo dann ganz oben ganz fett OnlyFans steht, unten drunter kommt Facebook, Instagram und sowas und oben ganz fett steht OnlyFans. Ja, nee. Einfach nee. Linktree, genau. Genau. Ja, so, und das ist halt, das ist halt, nee, einfach nein. Das hat auf Twitch nichts verloren. Finde ich. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Es hat auf Twitch nichts verloren. Wie gesagt, wenn die da in ihrem Ding sitzen wollen, da in ihrem, ich fände es ein bisschen lächerlich, mir einen Pool aufzubauen, irgendwo mitten im Wohnzimmer, aber bitte, okay, let's go, wer Bock drauf hat, der soll das machen, ist gar kein Problem. Aber er soll aufhören, seine Webseiten da irgendwie, wo pornografischer Inhalt sein darf, wenn es möchte. Ist ja auch easy, kann doch jeder auch machen, wie er möchte. Ich möchte da einer Frau oder einem Mann oder wem auch immer nichts vorschreiben. Aber das Bewerben hat auf Twitch nichts verloren. Ist einfach so. Und das Ganze, die TOS auch noch umgehen, indem man eben diese Linktree-Geschichte benutzt, finde ich noch viel beschissener. So, fertig. Ob wir es hinbekommen, dass der Baum genau hier lang wächst? Nein, weil er hier nicht wachsen kann. Okay, pass auf, dann setzen wir es mal hier hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal schauen. Ich hole mal kurz Löwenzahn, wollte ich schon sagen. Ich hole mal kurz Knochenmehl. Knochenmehl. Ich würde sagen, dass die Mädels sich dazu verleiten lassen, so selbst entscheiden. Ja, wie gesagt, das ist deren Geschichte. Das müssen die selber wissen, ne? Aber, ne? Mach da einfach fucking FSK 18 drauf, fertig aus. Gehört doch nicht auf Twitch, hab letztens eine gesehen, die den engsten Bikini ever anhat und eine riesige Gurke gegessen hat, hat mich echt wütend. Ja. Ja. Das Problem ist halt, dass das einen Stempel auf Twitch wirft, der halt einfach nicht cool ist. So, weißt du, das ist, ja, keine Ahnung.
Okay, ich glaube, es wächst da nicht, ne? Ist zu nah dran, ne? Scheiße. Das weckt, dass das schmeißt halt einfach, oder dass das gibt Twitch, sage ich halt einfach mal, einen Stempel, der halt, ja. Eigentlich eine ganz andere Richtung ist, in die Twitch sich eigentlich entwickeln wollte oder sollte. Aber, ja, wie gesagt, das muss am Ende des Tages jeder selbst entscheiden, ne?